News der Woche Nummer 4. Die Demos der Bauern, die natürlich weiter. Ja, und viele weitere Themen hört ihr heute in den News der Woche. Über 2 Wochen demonstrieren ja schon die Bauern, die Plante-Reform. Es wurde auch hin und wieder stockenden Verkehr gemeldet. Und ja, das wird diese Woche natürlich nicht anders sein. Natürlich auch weiterhin in Deutschland teilweise Demos abgehalten werden. Ja, letzte Woche war in vielen Teilen Deutschland Kletteisgefahr daheim. Ich war teilweise regnerisch und Schnee, Eis, Kälte. Da hat alles dazu geführt, dass es auch viele Unfälle gab. Darum die Bitte an alle Autofahrer, bitte fahrt vorsichtig und bitte schaut zweimal links und rechts und geradeaus. Und fahrt vorsichtig, langsam, nicht zu schnell. Wir wissen, es könnte neuer Schnee nächste Woche kommen. Ja, das war ja erstmal das Thema. Und zu guter Letzt will ich nochmal darauf aufmerksam machen, ihr seid recht herzlich eingeladen, den Stream auf Twitch zu verfolgen, anzuschauen, zu lurken, was auch immer ihr machen wollt. Und daher jeden Montag bin ich immer am Streamen ab 20 Uhr. Am Mittwoch ist Ricky ab 20 Uhr immer am Streamen und am Freitag ist Nico ab 16 Uhr am Streamen. Wenn sich irgendwas verändert oder sowas, findet ihr entweder auf Instagram, YannickVlogTV oder in den neuen Podcast-Channel auf WhatsApp. Und das waren die News der Woche. Nummer 4. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit.